Aber die Schulter ist nicht auf dem Linkszirkel, die müsste dann hier etwas gedrehter sein. Und ich sage es euch gleich, ich glaube, das liegt daran, dass heutzutage viele Reiter viel zu sehr diese Bewegung machen, wenn es heißt, guck dahin, wo du hinreitest. Der obere Darmbeinstachel, da setzen sehr viele Muskeln an. Und wenn die Reithose da drauf drückt, dann ist es echt fatal. Ihr seht, Susis Hose ist da auch zu Ende, aber die ist sehr, sehr locker. Hi, ich bin David von der Calm Horse Academy. Im folgenden Video erwartet dich wie immer super interessantes Pferdewissen. Wenn du keine Videos mehr verpassen willst, dann würde ich mich wirklich riesig freuen, wenn du den Kanal einmal abonnierst und auch direkt auf diese kleine Glocke dann klickst. Das kostet dich wirklich nichts, aber durch dein Abo hilfst du uns und motivierst uns natürlich, noch mehr tolles Pferdewissen zu verbreiten. Und jetzt viel Spaß beim nächsten Video. Hallo, liebe Teilnehmer der Online-Messe. Auch auf diesem Wege begrüße ich euch ganz herzlich. Mein Name ist Sibylle Wiemer. Ich nehme euch heute mal mit hier in den verschiedenen Filmen, in all Mögliches, was man so im Rahmen von Sitzschulung machen kann. Und ich habe das jetzige hier habe ich genannt Blickschulung, Sitzschulung. Und ich mache mal was anderes. Das habe ich jetzt heute sowieso ja schon gemacht. Ihr habt gesehen, ich habe einen Film über eine Springstunde mitgeschnitten. Und wir haben einen Film über Bänder gemacht und wir haben eine Produktvorstellung hier laufen bei der Equitana. Vielen Dank für die Organisation ans Team. In diesem Blickschulung geht es wieder darum, wie kann man was nutzen, wie kann man seinen Sitz verändern, wie kann man mehr Geschmeidigkeit auf dem Pferd erreichen. Und auch hier wird nicht die Dressur im Vordergrund stehen, sondern wieder das Springen. Was aber heißt, das kann man ganz beliebig auf alles, was man reitet. Derjenige, der viel im Gelände ist, kann genauso an seinen Sitz und seinen Hilfen arbeiten, wie der, der in der Springgymnastik ist oder der Dressur reitet. Wir reden ja nun sowieso nicht von M-Springen oder sowas, nur klein. Hier ein kleiner Überblick über unsere Seiten. Sibylle Wiemer, da findet ihr alles, was ihr braucht. Die Weiterbildung, die Sibylle Wiemer Akademie, der Shop und die Präsenz bei Facebook und bei Instagram. Facebook ist natürlich dominierend und ich habe neuerdings auch Pinterest für mich entdeckt. Aber wie gesagt, das ist nur, wenn ihr Kontakt zu uns haben wollt. Ihr findet uns auf jeden Fall. Ich frage gerne, wo ist das Vorbild, wo ist das Idol? Ich bin immer wieder erschrocken, wenn Leute sagen, habe ich gar nicht. Wenn ich dann frage, wo ist denn dein Ziel, dann kommen so ganz, ganz allgemein gehaltene Sachen. Ich will mein Pferd gesund erhalten, reiten. Dann sage ich, okay, konkreter. Ja, und dann kommt wieder irgendwas und dann sage ich, okay, konkreter. Und dann merken oft die Reiter, dass ihnen tatsächlich ein Ziel fehlt. Sie reiten so vor sich hin, ohne ein klares Ziel zu haben. Also auch heute jetzt in diesem Vortrag, wir wollen Richtung Perfektion. Das heißt, wir gucken sehr, sehr, sehr kritisch. Und damit das Kritische nicht gleich in eine Diskussion über den heutigen Turniersport achtet, habe ich jetzt ganz bewusst einfach zwei tote Reiter genommen. Also einmal der Schal. Schal hat mein Buch geschrieben. Ich kann seinen Nachnamen nicht aussprechen. Und da ich mich nicht peinlich hier machen möchte, habe ich jetzt einfach, wir nennen ihn mal Schal. Schal hat ein Buch geschrieben über Ethik im Reitsport. Ich glaube, der war gar nicht verkehrt. Er hat keine Kappe auf, das Bild ist von 1920. Auch die Diskussion ersparen wir uns, weil wir sehen einen Menschen, der absolut im Gleichgewicht steht. Der steht in seinem Gleichgewicht. Wenn wir klick das Pferd und das Hindernis wegmachen könnten, würde der auf seinen Beinen landen und könnte in allen Gelenken federn, würde wahrscheinlich nicht hinfallen. Er hat eine riesen Trippelbarre aufgebaut. Er gibt dem Pferd optimal Raum, die Schultern sind schön locker, er guckt geradeaus, Pferd hat Baskül, hat eine super Vorhand, alles schön und gut. Aber wir haben ja gleich versprochen, wir gucken super kritisch, sein Handgelenk ist ein bisschen so durchgestreckt. Seht ihr das? So ein Knick da drin. So, ist nicht locker, wo es hingehört, sondern guckt, hier entstehen, da stehen Falten, ne? Das ist nicht locker, das ist fest. Ja, das seht ihr auch hier. Seht ihr das? Dann wird die Adern werden fest. Also da fehlt so ein ganz bisschen Lockerung. Aber da das für das Pferd kein Problem ist, finde ich, hat er es verdient, auf diese Seite zu kommen.
Das andere habe ich mal in einem Kalenderblatt von 1937 getroffen. Ich glaube, das ist dieser Hauptmann Gerhard von der Hannoverschen Kavalleriehochschule, glaube ich. Auch da lasse ich mich belehren, wenn jemand weiß, wer es ist. Ich zeige das Bild sehr oft. Gerne an mich eine E-Mail. Freue ich mich. Pferd ist super. Mann ist super. Also an dem war ich nun gar nichts mehr zu meckern. Außer, dass sein Outfit eben einfach zeitgemäß braun war. Das ist natürlich schade, aber wir haben alle nicht gelebt. Wir werden da jetzt keine Steine werfen. Auch er würde immer noch auf dem Fußboden landen. Er könnte sich ausfedern. Er hat einen relativ lockeren Ellbogen und Schultergürtel. Ich würde da nicht viel meckern wollen. Sein Handgelenk ist gerade, hat nicht diesen Knick drin. Also das ist schon beides echt. Also ich sag mal so, wenn Otto Normalo dem entgegenstrebt, haben wir doch alle ein gutes Ziel, oder? Wir wollen unser Pferd nicht stören, wir wollen ihm Freiraum lassen. Und wir wollen mitgehen in diese enorme Bewegung des Sprungs. Wir gehen in den Alltag. Vielen Dank an Sandra, dass sie das mit mir gemacht hat. Was sehe ich, wo schaue ich hin? Ich gucke mir immer das Gesamtkonstrukt an. Erstmal sehe ich einen Reiter-Pferdepaar, wo ich sage, wenn alle so reiten würden, wäre die Welt doch in Ordnung. Da wird nicht gezogen, nicht gezerrt. Da sind nicht tausend Hilfsmittel, die das Pferd in irgendeine Form pressen. Das ist doch alles nett so. Alles super. Ich sehe aber auch jemanden, also sie trabt leicht, das muss ich kurz dazu sagen, die so ein ganz bisschen fester im Rücken ist. Mir gefällt der Schultergürtel nicht. Mir gefällt nicht, dass die innere Schulter so weit vor ist, weil ihr seht an der Biegung des Pferdes, der ist auf dem Links, sie ist auf dem Linkszirkel, aber die Schulter ist nicht auf dem Linkszirkel. Die müsste dann hier etwas gedrehter sein. Und ich sage es euch gleich, ich glaube, das liegt daran, dass heutzutage viele Reiter viel zu sehr diese Bewegung machen, wenn es heißt, guck dahin, wo du hinreitest. Guck dahin, wo du hinreitest. Ich bin Kind der 70er Jahre, heißt für mich, durch die Ohren hindurch. Kimme und Korn ist zwischen den Ohren. Durch die Ohren hindurch auf den Weg des Pferdes. Und dann kommen wir auf den Circle und wenden uns da rein und sowas. Das, was ich oft sehe, ist, weil dann heißt es, guck hin, wo du hinreitest. Der Reiter macht so, die innere Schulter geht vor, das Gewicht rutscht manchmal sogar nach außen. Und dann ist ein ganz großes Problem da, weil keiner mehr weiß, wie er abwenden soll. Das würde ich zum Beispiel auch angehen. Infolgedessen seht ihr, ganz komisches Phänomen, passiert aber leider auch oft, die innere Schulter geht ein Stück vor, aber die innere Hand ein Stück zurück. Ne, der Ellbogen wandert leicht nach hinten. Könnten wir auch nochmal angehen. Ich habe mich an dem Tag nicht mal als allererstes für die Beweglichkeit im Becken entschieden. Ich muss aber dazu sagen, es war unsere zweite gemeinsame Stunde. In der ersten Stunde habe ich das Becken locker gemacht, im Dressursattel. Zweite Stunde heute mit dem Springsattel habe ich mich entschieden, was an der Handhaltung zu machen. Handhaltung, große Muskelketten, die Hände mit dem Körper verbinden. Muskelketten, die die Hände mit dem Becken verbinden. Das heißt, wenn wir das Becken verändern, verändern wir was mit den Händen. Wenn wir die Hände verändern, verändern wir was im Körper. Hier, das ist jetzt im Aussitzen, das Pferd mit den Handtrainern. Ich habe bewusst gesagt, trag die Hände etwas höher als eigentlich gewollt. Es heißt ja eine Faust breit, dann hätten sie ein Tickchen tiefer sein müssen. Aber um sie aus der Gewohnheit zu holen, mit der sehr tiefen Hand, da habe ich nämlich auch schon gesagt, trag mal deine Hände mehr. Ich mag das nicht so gerne, dieses rechts und links, weil ich von Zügeldruck, rechts und links vom Widerriss, weil ich vom Zügeldruck her weiß, Zügeldruckmessungen her weiß, dass das fürs Pferdemaul nicht die ideale Position ist, weil zwischen dem Widerrist und dem Pferdemaul sehr viel Bewegung ist. Und wenn unsere Hände am Widerrist fest sind, ruckeln wir eigentlich im Maul. Und das ist in der Zügeldruckmessung leider sichtbar. Also wir mit dem freien Handtrainer arbeiten, den wir in zwei verschiedenen Formen mittlerweile haben. Dies ist jetzt der etwas dickere Form. Oder mit dem roten Band um den Hals. Da könnte sie die innere Hand mehr tragen. Da seht ihr wieder so ein bisschen ihre Gewohnheit. Aber sie ist zumindest mit dem Pferd zusammen in der Wendung. Und statt jetzt irgendwo hinzugucken, guckt sie jetzt ein bisschen aufs Pferd. Ist aber jetzt auch mal, hallo, wir dürfen auch mal Fehler machen. Und ich bin immer froh und dankbar, wenn Reiter, die bei mir reiten, sagen, du darfst Bilder benutzen, weil davon lernen wir ja alle. Und ich kann für Sandra sprechen, die beiden Stunden waren ein voller Erfolg. Sie hat ganz große Sachen erlebt, die sie wirklich gut fand. Ne?
So, wir gucken uns den leichten Sitz an. Hier habe ich sie ins offene Messer laufen lassen, habe gesagt, geh mal einen leichten Sitz. Und dann kam das. Sehr gerader Rücken und die Hände am Widerrist, hatte ich euch schon gesagt, ist für mich Richtung Springen nicht das Beste. Und ich kenne halt viele Leute, guckt Instagram an, viele Leute, die so springen, dann sind die Hände immer am Widerrist und dann wundern sie sich, wenn das Pferd auch mal parkt oder komisch wird beim Sprung. Dieses Video ist in zwei Teile aufgeteilt. Den zweiten Teil findest du entweder kostenlos während dem Kongress oder du kannst dir alle Videos sichern, wirklich zum Downloaden, zum immer wieder anschauen. Hier unten in der Videobeschreibung, da findest du alle Details dazu. Ansonsten eine kurze Erinnerung, auch von der Fee. Fee, was sagst du? Genau, bitte YouTube-Kanal einmal abonnieren. Das kostet dich nichts, das hilft uns aber wirklich, noch mehr Wissen zu verbreiten. Und ich freue mich, wenn du hier gleich auf Abonnieren und dann auch auf die Glocke klickst. Bis dann.